ein Verlierer, der sich nichts vergeben hat. Die Schieberchöre sind ein Unsinn. Man mag die Emotion und die Enttäuschung der Leute verstehen. Von Schiebung kann nicht die Rede sein. Ich habe es etwas knapper gesehen. Für mich war die Kampfesführung dieses imponierenden Kämpfers manchmal zu unkorrekt. Aber gewonnen hat er. Ich bitte Sie um Ihre Aufmerksamkeit. Also beim Publikum oder beim Gros des Publikums hat er gewonnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie um Ihre Aufmerksamkeit. Das Urteil wird korrigiert. Das Urteil wird korrigiert. Augenblick, hier wird ein Urteil korrigiert. Es ist kein einstimmiger Sieg, es ist ein 2:1 Urteil für Virgil. Und wieder einmal hat Michael Buffer leider das Ergebnis falsch verkündet. Es war nicht einstimmig. Es gibt eine Wertung 112:116 für Henry Maske. Das heißt also 112:116. Da liegen zwei Punkte, Richter, um 4, 3, 7 Punkte auseinander. Also man sollte irgendwann einmal versuchen, vielleicht in Kursen oder durch gutes Zureden oder durch irgendetwas oder vielleicht durch Intelligenzinfusionen irgendeine Möglichkeit zu finden, dass Punkterichter beim Berufsboxen etwa denselben Kampf sehen während der 12 Runden. Das Urteil ist also nur 2:1. Das heißt, Maske kann sagen und seine Fans können sagen, wäre ein zweiter Punkterichter der Meinung dieses Dritten gewesen. Es hätte ja sein können, hätte er gewonnen. Ein Unentschieden hätte keinem wehgetan. Ich bleibe dabei, auch auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen. Falsch ist dieser Sieger nicht. Ganz kurz, ich denke, ein schwieriger Augenblick. Aber wir haben einen Riesenkampf gesehen, eine unglaubliche Leistung. Sie sehen, was hier mit dem Publikum los ist. Ihr erster Eindruck in der schweren Minute jetzt. Ich glaube, in der Situation erwartet von mir noch keiner so einen guten spruchreifen Kommentar. Ne? Okay, Sie sehen es, Henry Maske ist immer noch sehr angespannt. Kein Wunder natürlich bei dem harten Kampf. Wir wollen mal gucken und kämpfen uns zu Quicksilver Virgil Hill durch zum neuen Champion. Virgil, first of all, congratulations, herzlichen Glückwunsch. Ihr Eindruck vom Kampf, your impression from this big, big fight. Das war ein sehr harter Kampf, das hatten wir auch erwartet. Henry ist ein toller Champion. Es war ganz knapp, muss ich sagen. Und ich freue mich, dass wir gewonnen haben. Wie denken Sie über die Atmosphäre hier in Deutschland zu boxen? How do you think about this atmosphere here? I love it. I think the German people. Ich liebe das. Die Deutschen sind toll. Natürlich werde ich ein bisschen ausgebuht, weil ich gewonnen habe, aber ansonsten sind sie wirklich fantastische Fans, tolle Leute. Ich habe das hier wirklich genossen, meinen Aufenthalt, und ich würde gerne wiederkommen. Sie haben hier einen Sponsor, einen deutschen Sponsor, einen Getränkesponsor mit dem Namen Feigling. Und was sagen Sie denn dazu? Wie kam es dazu? You have a sponsor here, a German, called Feigling. That means coward in English. Why is that? Well, I don't know. Oh, das weiß ich nicht. Das muss hauptsächlich zahlen, dann ist ja gut. I don't know. It's a sponsor. Das ist halt ein Sponsor. Was soll ich da sagen? Wenn das Feigling heißt, ich wusste es gar nicht. Aber ich habe ja gezeigt, dass ich kein Feigling bin. Und ich kann mit dem Besten kämpfen. Ihre Tochter hat heute Geburtstag gehabt. Wie werden Sie jetzt gemeinsam feiern? Your daughter had birthday today. How do you plan to celebrate right now? With a little rest. Wir werden uns ausruhen. Das soll die Feier sein. Das waren wirklich ganz harte, lange 3-4 Monate. Wir haben toll trainieren müssen. Wir wussten ja, dass Henry sehr schwierig sein würde, und er war es dann auch. Und wir haben uns wirklich gründlich vorbereiten müssen. Dankeschön, Virgil. Thank you very much. Ich gebe noch einmal runter zu Werner Schneider aus dem Ring raus.
Okay. So, Henry Maske möchte jetzt eigentlich noch traditionell hier seine Rede halten ans Publikum. Er hat sich ja schon auf die Ringpfosten gestellt, ist mittlerweile erholt. Und Werner Schneider ist schon auf dem Weg ins Highlight-Studio, denn dort werden wir gleich noch mal die besten Szenen dieses Kampfes sehen. Mit Stimmen, mit Interviews und allem drum und dran. Wir gehen noch einmal rüber jetzt zu Henry Maske, der jetzt gerade von Michael Buffer das Mikrofon bekommt, sich noch einmal sammelt. Das ist sicher für ihn nicht einfach, jetzt in dem Augenblick etwas zu sagen, aber ich bin sicher, er wird nach einer kleinen Erholungspause Worte finden. Das Publikum pfeift weiterhin, sicherlich noch enttäuscht wegen des Urteils. Das ist eben so, wenn man zu Hause kämpft, dann erwartet man den Local Hero, den Lokalmatador, natürlich als Sieger. Und wenn das dann nicht so läuft, sind alle enttäuscht. Und das zudem bei einem solch knappen Kampf in einem solchen Ausgang. Und jetzt hat einer das Wort, ein Mann, der heute einen großen Abschied feiert. Das ist der Gentleman, Henry Maske. Mir fällt's. Hallo. Eigentlich ist es, glaube ich, für mich heute in der Situation nicht so schwer, etwas zu sagen, und trotzdem gerade heute, nicht weil es der letzte Kampf ist, sondern weil ich diesen letzten Kampf hier für euch, und es tut mir leid, verloren habe. Es war schwer, es war hart. Ich habe im Vorfeld gesagt, es wird nicht unbedingt der schönste Kampf, es wird ein sehr schwieriger Kampf. Und davon habt ihr euch überzeugen können. Trotzdem, glaube ich, hat man uns wieder dorthin gestellt, wo wir von Amerika ihrer Meinung nach hin sollen, in die Zweitklassigkeit. Ich möchte gar nichts mehr darüber sagen. Es ist leider passiert. Es tut mir wirklich leid. Und in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten werde ich es richtig begreifen, dass der letzte Kampf eine Niederlage war. Trotzdem, über den heutigen Abend habt ihr mir im ersten Moment erstmal weggeholfen. Und dafür so einem tollen Publikum, was lange, lange Zeit immer hinter uns gestanden hat und mit Sicherheit auch in Zukunft hinter uns stehen wird. Denn mit Maske hört der Boxsport nicht auf. Das mit Sicherheit nicht. Und ich möchte euch danken. Es war wunderschön. Es war eine sehr, sehr harte Zeit, aber glücklicherweise fast immer erfolgreich. Vielen Dank. Time to
sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me.